Hallo ihr Lieben, heute habe ich mal wieder ein Aufgebraucht-Video. Ich habe hier in meiner Tüte ein paar Sachen aufgebraucht in den letzten Wochen. Das letzte Aufgebraucht-Video ist zwar noch nicht so lange her, das liegt aber daran, dass ich das schon vor noch längerer Zeit abgedreht hatte und dann eben erst vor kurzem hochgeladen habe. Also eigentlich liegt zwischen dem letzten, was erst ja, vor kurzer Zeit ja, online kam, und dem hier schon ganz, ganz viele Wochen. Ja, so, wir fangen an mit, ja, einfach nur mit einer normalen, ja, mit einem normalen Seifenstück von Dove. Das ist hier diese Beauty Cream Bar. Ja, ich glaube, die kennt jeder. Ja, ich kaufe die immer wieder nach, genauso wie von Nivea, wobei ich aber von Dove die Seife eher nachkaufe als von Nivea. Am allerliebsten habe ich aber die von CD, die Avocado-Seife. Und zudem bestelle ich viele bio, organische, vegane Seifen eben aus dem Internet. Aber wenn ich mal keine Zeit dazu habe oder vergesse, das online zu bestellen, dann nehme ich auch irgendwo im Supermarkt oder beim DM eben ja, diese ganz normale Seife mit. Die gibt es da, glaube ich, fast überall. Ist zu empfehlen. Also für mich auf jeden Fall top. Dann habe ich auch mal wieder meinen Schutzengel, meinen Hitzeschutz leer gemacht. Den, glaube ich, kaufe ich alle 6 Wochen so ungefähr nach, weil ich wasche mir jeden Tag die Haare, sprühe das demnach auch immer nach dem Haarewaschen vor dem Föhn in die Haare. Ja, so 6 Wochen reicht das immer und ich kaufe auch immer das nach, also für mich auch ein Top. Genauso wie mein ja, bekanntes Haarspray von Schwarzkopf, das 3 Wettertaft bzw. den Haarlack in der Stufe 5 kaufe ich auch immer nach. Der hält bei mir auch nicht so lange, das ist jetzt schon die XL-Größe, steht hier oben 300 Milliliter. Aber ich verwende Haarspray nun mal jeden Tag, auch wenn es nicht so gesund ist. Und ja, deshalb sind das so die Produkte, die ich eigentlich immer einmal im Monat nachkaufen muss und somit auch ausgehen. Dann geht es weiter mit einer Wimperntusche. Und zwar von Miss Lynn, die Lolita Lashes. Die habe ich vor kurzem mal wieder bei mir gefunden in meinem ganzen Kosmetik-Sortiment und habe festgestellt, die wollte ich nämlich dann mal wieder ja, dran machen zum Ausprobieren und habe festgestellt, dass die schon komplett hier ja, dick geworden ist, also schon klumpig, klebrig, ja, wie ich ihn aber gerochen habe, den noch nie so gut. Ja, deswegen werfe ich die jetzt weg. Ich habe mir die aber tatsächlich das letzte Mal bei Douglas nachbestellt, habe die jetzt auch schon wieder zu Hause. Wenn ihr meinen letzten, genau, im letzten Douglas-Haul habe ich die euch sogar gezeigt. Genau, weil die eben total verklumpt ist und jetzt dachte ich mir, ja, wenn ich die wegschmeiße, bevor ich es wieder vergesse, die nachzukaufen, kaufe ich die eben, also bestelle ich die gleich. Jetzt habe ich die wieder, ich hatte die auch schon dran. Also ich kann die schon empfehlen, die ist gut, also nur die, der Geruch ist eben so richtig wie Kinderschminke, ich weiß nicht. Wobei die auch gar nicht so billig war, glaube ich, die Wimperntusche. Aber, also sie macht auf jeden Fall Volumenwimpern, also hier steht da drauf, Lolita Lashes, Push-Up-Effekt, Mascara, Longwear. Ich finde die gut, nur den Geruch mag ich eben nicht. Wenn ich die jetzt aufgebraucht habe, werde ich die wahrscheinlich dann doch auch nicht mehr bestellen. Ich weiß auch nicht, was mich dazu geritten hat, dass ich die wieder bestelle. Ja, gut. Also ich kann es auf jeden Fall empfehlen, aber der Duft ist wirklich nicht angenehm. Also eher so mittelmäßig. Dann geht es weiter mit, genau, da habe ich auch noch die Schachtel. Ich hebe nämlich von manchen Produkten, die ich definitiv danach kaufen will, auch immer die ja, Packungen hier auf. Keine Ahnung, warum das so ein Tick. Kann ich aber jetzt auch wegwerfen. Und zwar ist das hier von Vitaes, dieser Augen, das Augenserum. Da kommt auch das komplett leer, kommt auch nichts mehr raus. Und das ist natürlich auch ein Favorit, kann ich nur empfehlen. Das ist wirklich eines der besten Augenserien, die ich kenne. Ich weiß nicht, ich glaube, das kostet 27 oder 37. Ich glaube eher 27 Euro, irgendwie sowas im Dreh. Hält auch, nachdem ich das jeden Tag morgens und abends auf meine Augenpartie auftrage. Also ich tupfe mir das hier unter die Augen und auch ein bisschen über die Augen drumherum, immer morgens nach dem Waschen, vor dem Schminken und am Abend, nach, also vor dem Bett gehen eben, trage ich das auf. Und hält auch so ja, knapp 2 Monate, hält das auf jeden Fall. Ja, ist nur zu empfehlen, für mich ein Top, denn man merkt wirklich nach kurzer Zeit, eigentlich, wo ich das damals angefangen habe zu nehmen, was jetzt auch schon über ein Jahr her ist, wenn nicht sogar noch länger, habe ich gleich nach 2 Tagen Effekt gemerkt. Also ich habe es mir vielleicht auch nur eingebildet, mit der Zeit auch, wenn man Fotos macht, ja, also man hat einen Unterschied gemerkt. Man sieht wirklich richtig frischer aus. Bei ganz schlimmen Augenringen wird es wahrscheinlich nicht helfen, aber ja, also
Einfach mal testen. Also ich sage, nichts geht über testen, einfach mal ausprobieren und ja. So, dann noch etwas. Da habe ich auch die Verpackung. Das ist hier von Tulure Cosmetics. Dieses Wimpern- und Augenbrauenserum. Ich verwende es aber nicht als Augenbrauenserum, sondern nur als Wimpernserum. Das sieht so aus. Und hat hier wie so ein Eyeliner eben, ja, so ein Pinselchen dran. Ist eine durchsichtige Flüssigkeit, ist jetzt auch leer. Ja, geht, nimmt auch nichts mehr ab. Habe ich mir auch schon wieder das neue nachbestellt, weil ich eben das hier auch, und ich glaube, das habe ich auch schon oft erzählt, ich brauche das jetzt gar nicht mehr so lang, ja, so lang erklären. Ihr könnt ja auch meine anderen Videos angucken, da habe ich das auf jeden Fall auch schon mal in den bei Amazon, bei den nachgekauften Videos alles erklärt, warum, wieso, weshalb. Genau, und das nehme ich auch schon ja, über 1,5 Jahre her und meine Wimpern sind dadurch richtig lang geworden, wenn man das jetzt hier sieht oder auf Fotos. Ja, auf jeden Fall, das hilft wirklich. Das ist das Beste, also ich glaube, das kostet so 64 Euro, irgendwas mit um die 60 Euro, also über 70 nicht, um die 60 Euro. Aber das Geld ist es wert, also zumindest für mich jetzt ist es das Geld wert, weil man merkt auch dort nach einer Woche schon einen richtigen Unterschied. Die Wimpern wachsen wirklich. Und ich habe auch selbst schon andere Wimpernserien ausprobiert, auch billigere für 20 Euro, für 30 Euro. Ich habe auch schon mal eins für 130 Euro ausprobiert. Und ich habe rote Flecken bekommen, brennende Augen, also entzündete Augen. Wimpern sind mir sogar ausgefallen oder mir sind gar nicht erst Wimpern gewachsen, beziehungsweise alles zusammen, also brennen, ausfallen, nichts wächst oder einfach man merkt gar nichts. Ja, und das hier, ich weiß auch nicht, ob das bei jedem ist, also kann auch sein, dass jeder anders reagiert natürlich auf die ganzen Inhaltsstoffe und es auch bei jedem anders wirkt, mal schneller, mal langsamer. Da, ja, ich bin keine Kosmetikerin, von daher kann ich da jetzt auch nichts Näheres dazu sagen, aber bei mir wirkt das definitiv und eine Freundin von mir hat das auch gekauft, weil ich ihr das ja erzählt habe. Und bei ihr hat es gewirkt. Also ja, also bei ihr hilft das genauso wie bei mir, dass das eben wächst. Also ich kann es nur empfehlen, probiert es einfach mal aus. Kauft euch, also bei Amazon gibt es das. Und bestellt euch das einfach mal. Und nach einer Woche macht das wirklich eine Woche lang morgens. Ja, morgens vor dem Schminken natürlich, also Gesicht, also draufpinseln wie ein Eyeliner eben unter dem, beziehungsweise über dem Wimpernkranz, ich habe heute irgendwie Sprachprobleme, über dem Wimpernkranz wie einen ganz normalen Eyeliner auftragen und ja, und am Abend vor dem Bett gehen. Wirklich vor dem Bett gehen, nicht vorher schon, wenn man noch irgendwie dann eine Creme macht oder sich das Gesicht wäscht, sondern erst vor dem Bett gehen. Und wenn ihr das eine Woche macht, morgens und abends, dann merkt ihr nach einer Woche definitiv einen Unterschied. So, dann geht es weiter mit einer Spülung und das ist ein Flop für mich. Ja, ich habe irgendwie jetzt nur Top-Produkte, bis auf die Wimperntusche, wo ich, naja, so lala begeistert bin. Das ist jetzt mein Flop. Von Ghoul, das Tiefenaufbau, die Repair-Spülung, diese rosarote. Ich weiß gar nicht, riecht man da noch was? Ja, also der Duft ist, ja, der Duft ist, ja, er geht. Nicht so mein Favorit, aber er geht. Aber ich bin von Ghoul Shampoos, Produkten im Allgemeinen nicht begeistert. Ja, ich kann es dazu auch nicht mehr sagen. Die Haare werden nach der Spülung bei mir, und ich habe so Problemhaare irgendwie, auf jeden Fall, ja, geschmeidig ja, aber schon sowas von dünn und richtig von der Griffigkeit her fühlen die sich so klebrig an danach. Ja, also für mich ein Flop. Würde ich nicht wieder kaufen. Dann zu meinem ja, bekannten, beliebten Shampoo von Schwarzkopf, das Schauma 7 Kräuter Shampoo. Kaufe ich immer wieder nach. Brauche ich jetzt auch nicht näher eingehen, das habe ich ja schon so oft erzählt. Genauso wie mein Betty Barclay, was leer geworden ist. Mein Parfum kommt auch nichts mehr raus. Oh, und das riecht wirklich so lecker. Das ist mein Alltagsparfum. Das nehme ich jeden Tag her. Da mache ich immer zwei Sprühe. Und hier ist auch schon der Deckel irgendwie ja, ab. Da mache ich zwei Sprühe und das hält auch so 6 Wochen. Kaufe ich auch alle, ja, alle 1,5, 2 Monate nach. Da ich das wirklich täglich verwende, mit Ausnahme natürlich von anderen jetzt. Aber das hier ist so mein Alltagsparfüm. Dann machen wir jetzt? Genau, dann machen wir einen Lippenstift. Beziehungsweise von Zoeva, die Pure Velour. Lips, genau. Achtet nicht auf meine Nägel, die habe ich mir nämlich heute Morgen komplett ablackiert. Ich habe ja Naturnägel, also ich habe jetzt nichts dran, keine Verlängerung, gar nichts. Und dementsprechend sehen die auch aus, weil ich die
ja, die sind nicht alle gleich lang und die habe ich heute ablackiert, weil ich morgen auf einer Feier bin und die heute eben noch schön mit Maniküre und Feilen und Lack und alles dran machen möchte. Deswegen sehen die jetzt ein bisschen, ja, ramponiert aus. Also nicht drauf achten. Ja, dieser Lippenstift eben in der Farbe Pale Plethora. Und man sieht ja auch, ich habe den schon ziemlich gut leer gemacht. Ich habe den schon richtig ausgekratzt. Da ganz unten komme ich gar nicht mehr hin. Also, ja, er ist leer. Den habe ich jetzt auch gestern und heute früh noch mal kurz dran. Also, jetzt habe ich einen anderen dran. Den hatte ich heute früh noch mal dran. Und ja, duftmäßig ist er völlig okay. Und ich habe schon oft erzählt, auch in meinen Douglas Hauls, wo ich den ja immer nachkaufe. Und ich glaube, den habe ich schon gefühlt 10-mal oder so nachgekauft. Das ist auch mein Alltags. Also, ganz einfach ist mein Alltagslippenstift. In dieser Farbe Pale Plethora kann man nichts falsch machen. Ich habe den, also die Pure Velour Lips noch in anderen Farben von Zoeva. Aber das ist meine liebste Alltagsfarbe. Auch so für abends zum Weggehen. Also das ist einfach so eine richtig schöne Farbe. Einfach mal ausprobieren, kann ich empfehlen. Dann, genau, habe ich ja auch schon oft genug erwähnt von John Frieda, das hier, das habe ich jetzt schon ein paar Mal erzählt, wo ich gemeint habe, mein lila Shampoo von Desange, das gibt es ja nicht mehr. Da musste ich ein anderes nehmen und habe von John Frieda eben dieses hier, dieses Color Correct Sheer Blonde Shampoo, genau. Spezialshampoo Anti-Gelbstich gekauft. So ein bisschen was ist noch drin, aber ja, ich habe das schon mit Wasser verdünnt, nämlich deswegen ist das so flüssig. Normalerweise ist das ein bisschen cremiger. Also es geht mit dem Pumpding nicht mehr auf und ja, man kann es ja aufschrauben. Ich habe das mit Wasser schon gemischt und den letzten Tropfen werde ich wahrscheinlich noch verwenden die Tage. Und das gibt es jetzt leider auch nicht mehr. Da war ich dann auch richtig begeistert. Jetzt gibt es das nicht mehr. Da musste ich umsteigen. Habe tatsächlich eine Ghoul-Kur genommen, also ein Anti-Gelbstich. Und ich bin von Ghoul ja gar nicht begeistert, wie ich hier schon gesagt habe, von der Spülung. Ich weiß nicht, warum ich immer wieder irgendwie Ghoul-Produkte kaufe, weil ich schon vor 3, 4 Jahren diese ganze Shampoo-Reihe von Ghoul ausprobiert habe und völlig enttäuscht war. Ja, das hat die Haare nicht schön gemacht, struppig, keine Ahnung. Spülung genauso. Und ja, ich habe irgendwie nichts anderes gefunden, deswegen habe ich dann so ein lila Shampoo von Ghoul letztes Mal mitgenommen. Das werde ich jetzt nicht weiter verwenden und habe ja jetzt. Aber der DM-Haul kommt erst noch online, dann habe ich schon abgedreht, weil ich gestern einkaufen war. Ja, da habe ich auf jeden Fall von John Frieda jetzt ein anderes Shampoo mitgenommen. Das ist eben so ein Blond-Shampoo. Ja, da mal gucken, was rauskommt. Aber das hier gibt es leider nicht mehr, das war nämlich auch richtig top. Dann mein anderes Parfum, und zwar ist das hier dieses Musk von Jovan, dieses Moschus Parfum. Das kann ich auch nur empfehlen, wenn, also ist nicht jedermanns Sache, ich weiß. Aber habe ich mir jetzt auch wieder bei DM nachgekauft. Es riecht richtig gut und ja. Und ja, auf jeden Fall ein Top, einfach mal ausprobieren. Dann geht es weiter mit, genau, mit von Essence, die Magnetic Lashes. Die habe ich jetzt auch getestet. Ja, also was heißt leer? Also die habe ich jetzt weggeworfen, weil ich die schon sehr, sehr oft verwendet habe und mir da auch Wimperntusche dran gekommen ist, beziehungsweise Eyeliner etc. Und das nicht mehr so, also die sehen nicht mehr so schön aus. Aber ja, ihr kennt die bestimmt jetzt alle mittlerweile. Die gibt es ja schon länger auf dem Markt von verschiedenen Marken. Ich habe auch von Adele die Magnetic Lashes und ja, von sämtlichen anderen Firmen eben. Und welche hatte ich denn hier jetzt eigentlich? Ach genau, ich hatte die Glamour Lashes hier. Kann ich jetzt auch nicht mehr zeigen, wie die aussehen. Einfach mal googeln am besten. Ist auf jeden Fall diese orangene Packung. Und ja, ich bin begeistert von denen. Also ich habe da kein Problem, die irgendwie aufzusetzen auf den Wimpern. Es gab ja viel Kritik, dass es irgendwie so kompliziert ist, die da dran zu bekommen, etc. Aber also ich bin nur davon begeistert. Also für mich ist es definitiv ein Top. Und eine super, also aufklebbare Wimpern mag ich persönlich nicht, also mit Kleber. Ich komme mit aufklebbaren Wimpern nicht zurecht, mir die dran zu kleben. Ja, und ich habe auch immer Angst, dass die abgehen von den Wimpern. Also selbst wenn ich es schaffe, die dran zu machen, die aufklebbaren Fake Lashes, komme ich nicht damit zurecht oder ich habe Angst, dass die mir runterfallen, eben ganz einfach. Und ich dann irgendwo bin, der Wind geht oder weiß der Teufel was, ich beim Essen bin und auf einmal ja, fällt mir da die Wimper runter. Deshalb von denen hier bin ich begeistert. Ich habe die schon, ich habe die in ganz, ganz vielen Varianten, sowohl hier von Essence als auch von Adele oder von anderen Firmen. Wie hieß jetzt die eine? Komme ich jetzt nicht drauf. Auf jeden Fall mehrere Magnetic Lashes und ich habe mit keiner einzigen Probleme gehabt, die aufzubringen. Also es ist super easy. Gut, vielleicht muss man ein bisschen üben und dann geht es, aber ja, also es klappt wirklich hervorragend. Ich habe da jetzt nichts auszusetzen. Und das letzte Produkt ist von MAC Studio Fix, mein 24-Stunden-Smoothwear-Concealer. Smoothwear-Concealer, man sieht, ich habe den auch schon komplett ausgeschabt, geht auch nichts mehr raus.
Den habe ich auch dran und habe den ja, jetzt zuletzt heute noch verwendet. Ich habe auch schon wieder den neuen nachgekauft in der Farbe NC Nummer 10. Von dem, ich finde, das ist der beste Concealer, den es überhaupt gibt. Ich habe auch von MAC diese, Pro Longwear Concealer. Ich habe von MAC sonst immer Pro Longwear Concealer gehabt. Das ist in so einem Pumpfläschchen. Aber seitdem ich den jetzt hier getestet habe, finde ich den noch besser als den Pro Longwear. Also den kann ich empfehlen. Den gibt es in vielen, vielen Farben. Einfach mal ausprobieren. Das ist wirklich ein sehr, sehr guter Concealer und deckender Concealer. Ja, und das waren alle Produkte, die ich so aufgebraucht habe. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Folgt mir auch gerne auf Instagram. Der Link ist unten in der Infobox. Und ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns das nächste Mal auch wiedersehen. Bis dann.